Hallo YouTube, Arzt Jens hier. Grüßt euch. Ich werde wahrscheinlich diesen Eröffnungssatz nie wieder sagen, weil meine Jungs haben sich daraus einen Spaß erlaubt und haben gestern ein Video veröffentlicht, ohne dass ich davon was wusste. Das Einzige, was ich wusste, heißt Mittwochabend, jo Jens, Max ist fertig mit seinem Video, mach mal noch ein Opening für das Video. Wir wollen da ein bisschen was Cooleres machen. Ich so, ja klar, mache ich. Habe ich 10 Sekunden Aufnahme gedreht. Und was rauskam, seht ihr dann in dem Video von gestern. Das will ich euch nochmal ins Herz legen. Hallo YouTube heißt das Video. Guckt es euch ruhig mal an, wer es noch nicht gesehen hat. Ist richtig lustig, was die Leute da gemacht haben. Alles so, ohne mich einzuweihen. Ich habe Matze letzte Woche halt gesagt, jo, er kann ruhig mal auf den Channel mit Daten drauf, weil er die Featured Matches noch hochladen wollte von letzten Samstag, wo wir in Halle gespielt haben. Und ja, dass das gleich so missbraucht und so ein Einstiegsvideo für sich macht. Ja, cool. Auf jeden Fall coole Idee, Max und Chris. Und danke für die Umsetzung, Matze. Hab da echt gut gemacht, hat mir echt gefallen. Ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus, als ich das angeguckt habe. Und ihr seht es gerade vor euch, Chris hat da einen Hut auf mit Bananen. Und ich vermute mal, den bekomme ich bald. Ja, genau, das zu dem Video. Aber es hat sich die Woche auch noch einiges anderes getan. Chris hat sich darum gekümmert, dass die Playlists alle mal komplettiert wurden. Und hat überall Thumbnails hinzugefügt, hat das ein bisschen strukturiert und alle alten Videos geöffnet, die ich irgendwann mal geschlossen hatte. Könnt euch gerne austoben, mittlerweile sind es fast 800 Videos auf dem Channel und vielleicht gibt es da noch so die ein oder anderen interessanten Sachen, die ihr euch noch angucken wollt von damals. Alte Vlogs und alte Deckvorstellungen von Max und halt ein Haufen Zeug, was wir irgendwie in den letzten Jahren hier produziert haben. Ist wieder alles online für euch, könnt ihr euch gerne angucken. Und ja, ansonsten hat mir die Woche sehr viel Spaß gemacht. Jetzt jeden Tag kam irgendwie ein Video online. Jetzt kommt noch die Deckvorstellung von Max. Dann kommt noch ein Unknown Opening. Oder, das weiß ich selbst nicht mehr, wie ich meine Videos nenne. Ja, Unknown Unboxing. So nenne ich es doch. Das ist schon fertig. Das wird morgen dann veröffentlicht. Und dann haben wir Sonntag unser Ligaspiel, was ich ja ein bisschen im Turnier in Halle mitgedreht habe. Ja, und allgemein viele coole Sachen in letzter Zeit passiert. Jetzt kommt es ein bisschen zur Ruhe und dann mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Ich habe Preise aktualisiert die Woche, weil zu wenig zu tun war mit Arbeit und so. Und jetzt rennt ihr mir gerade wieder die Bude rein und ich habe, glaube ich, jetzt zum Freitagnachmittag noch über 80 Bestellungen offen. Schaffe ich jetzt nicht mehr, weil ich noch in Laden möchte, dann noch ein paar Karten abgeben möchte für ein paar Spieler. Und heute Abend dann ich in gemütlicher Runde mit ein paar Freunden in der Stadt sitze. Und morgen feiere ich Jugendweihe mit unserem Kleinen, da werde ich auch nicht arbeiten können. Aber ich fange Sonntag wieder an und hoffentlich kann ich alles irgendwie erledigen, dass das Montag alles für euch rausgeht. Ich habe noch ein paar Kartenpreise für euch. Dark Room of Nightmare braucht man, glaube ich, gerade in so einem neuen Themendeck, wo immer, wenn irgendwas passiert, 200 Schaden dem Gegner gegeben werden. Und dann durch den Dark Room of Nightmare sind das halt locker mal 500 pro Effekt, sage ich mal. Ich weiß gerade nicht, wie die Viecher heißen. Ich habe sie schon mir angeguckt mal kurz. Und immer, wenn die angreifen, gibt es Schaden. Oder wenn die Schaden gemacht haben, gibt es nochmal extra Schaden. Und dann ist das hier so eine Tech-Karte dafür. Ist gerade ein bisschen im Hype. Die Superware-Version steht gerade bei 5 Euro. Und die Commons sind jetzt auch alle raus bei mir. Gucken wir uns mal kurz was an. Ja, ich habe noch einen im schlechten Zustand. Ist vom Preis her noch nicht hochgegangen, aber ging jetzt in letzter Zeit ganz gut raus. Dann die Chain Summoning Kettenbeschwörung auf Deutsch. Ging jetzt auch die Woche raus ohne Ende. Ist auch noch nicht wirklich im Preis gestiegen. Ich habe ihn mal leicht erhöht für meine letzten. Was kann man damit anstellen? In welchem Deck braucht man die denn? Ist das dann auch für dieses Deck, was ich gerade schon im Kopf hatte? Dass sie ja irgendwie, wenn die beschworen haben, was aktiviert, dann aktiviert sie für was anderes dazu. Da hat man direkt Kettenweg 3, um das zu aktivieren, um seine ganzen anderen Monster zu normeln. Ich glaube, die haben auch nur Effekte, wenn sie genormelt werden. Ist vielleicht eine ganz interessante Tech für das Deck, aber es sah insgesamt aus wie so ein Fun-Deck. Also ich glaube nicht, dass das meta-relevant ist. Jetzt in Zeiten, wo True Draco, Zodiac und True Kings, Dino, so irgendwie so rumrennen. Ja, aber könnt ihr euch gerne in den Kommentaren auslassen, was ihr von den zwei Karten haltet. Und vor allem möchte ich wissen, wer verantwortlich ist für diesen Mist.
Petit Dragon, Legend of Blue Eyes White Dragon aus dem ersten Booster Set komplett aufgekauft. Warum? Ist das jetzt wieder so ein Gag? Wolltet ihr einfach in das Video kommen, wie Team Trent einzelne Trends aufgekauft haben? Oder warum kauft man kleine Drachen bei mir? Das liegt seit Jahren hier rum. Keiner interessiert sich dafür. Aber jetzt hat es jemand gekauft. Gut, Dankeschön für die paar Euros, die ich dafür bekommen habe. Aber was wollt ihr damit erzeugen? Also weiß ich nicht. Okay, gut. Das war's dann auch schon mit Karten. Kommen wir noch zu den Turniervorstellungen für die letzten Wochen im Mai. Da haben wir einmal morgen die 10. Hanse-Challenge. Wird sicher ein richtig interessantes Ding mit vielen Spielern. Eins der ersten größeren Turnieren hier im Osten und vor allem oben an der Hanse. Ja, Team Family Force wird vor Ort sein, aber auch Goodyear wird den Shop diesmal stellen, wenn ich das richtig gelesen habe. Da werdet ihr sicher viele Karten günstig bekommen und könnt auch alles verkaufen, was ihr wollt. Auf jeden Fall eine Reise wert nach Lübeck dieses Wochenende. Ich bin wie gesagt nicht dabei, leider. Ich wollte ja eigentlich mal wieder da oben mitmachen, aber Jugendweihe feiert man nur einmal mit dem Kleinen und da sind wir dann heute da eingebunden. Jo, und die Woche drauf möchte ich dann auch wieder vorschlagen, Fahrt nach Diepholz. Da ist wieder ein, also zum ersten Mal in Diepholz, aber das zweite Charity-Event von den Social Duelists. Und ja, mach da mit, das ist wichtig. Also am 20.05. Diepholz. Ich bin leider nicht dabei, Leute. Wer die letzten Videos sich angeguckt hat, hat vielleicht verstanden, dass ich lieber dann mit Enrico und Max nach Salzburg fahre, zur österreichischen Meisterschaft, damit wir noch eine Nationals wenigstens dieses Jahr mitnehmen können. Also wenigstens heißt, wir dürfen ja maximal eine mitnehmen, aber wir wollen halt die eine auch wirklich mitnehmen. Ja, und da geht es dann für uns nach Salzburg und ich finde das richtig gut, dass wir das machen, weil ich war noch nie wirklich in Österreich. Bin zwar öfters durchgefahren, wenn wir nach Italien sind, über den Brenner, ihr kennt das ja. Aber Salzburg mal 3 Tage oder 2,5, das reizt mich schon. Und da ist dann der Kari 89 vor Ort. Den kann ich mal ordentlich vermöbeln, sage ich mal. Nee, und allgemein gibt es ja auch einige Österreicher, Schweizer, die den Channel hier verfolgen. Und vielleicht können wir uns da treffen, falls ihr in Österreich, in Salzburg seid. Quatscht mich ruhig mal an und dann quatscht man mal ein bisschen. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich zocke, aber mal schauen. Vielleicht wird es mal kein Inferno jetzt. Ich habe mich da schon mit was anderem lesen. Lasst euch überraschen. Und dann geht es aber gleich weiter in der Woche drauf. Spielen wir wieder in Halle. Unser großes CCG CTS. Und ich werde meine Giant Card Nirvana High Paladin für euch raushauen. Ich vermute mal, wir könnten da an die 100 Leute mal wieder knacken. Ab 80 Leuten möchte ich die Giant Card rausgeben. Also gebt euch Mühe, dass auch wirklich alle kommen aus der Region, dass wir da mal wieder ein 100-Mann-Turnier machen. Die letzten 2 Jahre mit der Giant Card hat sehr gut geklappt. Da hatte ich 105 Leute im Kulturhaus Oltretsch in Leipzig, wo ich den Norden rausgehauen habe und wo ich das Kuri-Bandit rausgeholt habe, waren es glaube ich 95, also immer so an die 100 Leute. Und das könnten wir dieses Mal sicher auch schaffen. Das Datum ist gut, da sind keine anderen Turniere in der Region, wie ich es mitbekommen habe, da ist nur eins drüben in Köln. Ja, und da können wir mal die Bude vollhauen, die Hall of Games. Jo. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich muss jetzt hier mal noch gucken, dass ich wenigstens die wichtigsten Bestellungen noch rausschicke. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß am Wochenende in Lübeck oder wo ihr auch immer zockt. Und ja, gebt mal auch ein Feedback ab, wie ihr so die Videos die Woche fandet. Also gewöhnt euch nicht dran, es wird nicht jede Woche so sein, dass hier 7 bis 8 neuen Videos kommen. Das lag jetzt halt daran, dass Matze den Channel betreten hat, so mehr oder weniger. Vielleicht jetzt ab und zu ein Video mit den Jungs drehen möchte. Kann ich ja auch mal nennen. Die haben jetzt ein Team gegründet, ein regionales, so aus Mitteldeutschland, Ostdeutschland, wie auch immer. Die nennen sich Team in Progress. Und die ganze Sache möchte ich natürlich auch unterstützen, weil es sind halt meine Jungs und die machen was Gutes, denke ich mal. Also die haben kompetente Leute am Start und ja, da werdet ihr demnächst wahrscheinlich viel mitbekommen von Tipp auf Matzes Channel oder auf meinem. Wir sind ja gut vernetzt mittlerweile. Also, macht's gut, euer Jens.